Es begrüßt die Red Hat Zylinderkopftechnik. Wir schauen hier gerade auf einen Golf 5 Zylinderkopf, einen Dieselkopf. Und diese Köpfe neigen also regelmäßig zu Rissen im Zylinderkopf, unabhängig mal von undichten Zylinderkopfdichtungen. Und wir haben den Zylinderkopf mal abgedrückt und schauen hier also jetzt in einen Kanal, wo auch die Rissbildung nicht unüblich sind. Und man kann also schon am Zischen hören, was hier los ist. Und ich versuche das mal bildhaft darzustellen. Hier kann man so ein bisschen diesen Sprühnebel sehen, der aus dem Riss ausdringt, nachdem wir den Kopf unter Druck gesetzt haben und auch mit Lecksuchspray eingesprüht haben. Ja, so einen Kopf kann man jetzt versuchen zu schweißen, wobei hier die Schweißung sehr kritisch ist, weil der Riss sehr, sehr weit in den Kanal reingeht und die Zugänglichkeit dann äußerst grenzwertig ist. Ja, aber trotz alledem, solche Arbeiten sind möglich bei Red Hat Zylinderkopftechnik. Wenn diesbezüglich Ihrerseits mal Fragen bestehen oder konkrete Fälle vorliegen, einfach anrufen, nachfragen und wir beraten Sie gerne und schauen dann nach den wirtschaftlich sinnvollsten Reparaturmethoden, die wir Ihnen da anbieten können. Im Zweifelsfall können wir Ihnen natürlich auch neue Köpfe anbieten. Ja, das war's. Red Hat grüßt recht herzlich. Schönes Wochenende.